Zwei Drittel der Bewohner Ugandas haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Oft müssen weite Strecken zurückgelegt werden, um an Wasserlöchern wie diesen das Trinkwasser für die Familie zu holen. Meist sind es die Kinder, die das Wasser holen. In den letzten Jahren hat Kindern eine Chance daher über 80 Tiefbrunnen in den ländlichen Regionen Ugandas gebohrt. Doch neben diesem Bohren von Brunnen ist es Kindern eine Chance, vor allem ein Anliegen, alte, nicht mehr funktionstüchtige Brunnen zu renovieren. Offizielle Schätzungen gehen davon aus, dass 60% aller in Uganda gebohrten Brunnen aufgrund von technischen Problemen und mangelnder Wartung nicht mehr funktionieren. Darum hat Kindern eine Chance, Jugendliche ausgebildet, die die Brunnen warten und richten können. Dies bedeutet für die Jugendlichen einerseits Jobs im ländlichen Raum und für die Dorfgemeinschaften Zugang zu sauberem Trinkwasser. In kleinen Teams von 2 bis 3 Wassertechnikern fahren die Jugendlichen nun in die Dörfer und richten Hunderte von Brunnen. Immer mit dabei sind auch Mitglieder der Wasserkomitees der einzelnen Dörfer. So sehen sie, wie die Brunnen repariert werden und lernen, wie sie zukünftig gewartet werden sollten. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist auch entscheidend, um die Kindersterblichkeit zu senken. Denn noch immer sterben in Uganda 15 von 100 Kindern, ehe sie 5 Jahre alt sind. George war früher selbst unterstützter Jugendlicher. Heute leitet er das Wasserteam und bildet Lehrlinge aus. Denn es gibt noch tausende Brunnen in Uganda, die renoviert werden müssen. Ja.